Wir werden jetzt ein Superheld. I know he's accomplished a lot in other places, but let's see how he does here on the red brand. Then we'll talk. Ich finde das Outfit übrigens immer noch schrecklich. Und dass alle Backstage-Bereiche gleich aussehen, das ist auch sehr interessant. Der einzige Unterschied ist wirklich auf dem Monitor Raw, SmackDown oder NXT. Aber ich würde sagen, ein Jahr bei SmackDown, das, da kann man schon mal wechseln, oder? Wäre jetzt halt nur witzig, wenn sofort ein Shake-Up kommen würde. Einflussreiche Freunde. Und wir kriegen nur 30 Punkte, weil wir halt das Ding mit Sheamus hatten wahrscheinlich. Hallo Tasia Meadows. Die irgendwie immer da ist. Machen wir mal so. Und sind auf einer insgesamt 90. Heilige Scheiße. Ernsthaft? Auf Nimmerwiedersehen, Alex Stream. Danke. Ich dachte, du magst mich. Der Monday Night Messiah sucht jemanden, der ihm einen Gefallen tut. Und du bist vielleicht der Richtige. Cedric Alexander ist uns ein Dorn im Auge. Erledige ihn, dann wirst du vielleicht ein Ehrenjünger. Ich bin kein Jünger, von niemandem. Und dein heiliges Gesülz vom Greater Good ist purer Bullshit. Kurz gesagt, nein. Unglaublich. Unglaublich, dass du die Chance sausen lässt, mit mir, Ali und Theory zu arbeiten und vor allem vom Monday Night Messiah zu lernen. Das wirst du bereuen, wenn du mir heute Abend im Ring gegenüberstehst. Ehrenjünger. Let's go. Direkt die erste kleine Fehde. Fehde, habe ich gerade Feder gesagt? Ja, auf jeden Fall die erste kleine Fehde. Mit Rollins und seinen Jüngern. Jetzt bin ich mal gespannt, ob diese eine Aktion ausreicht, um zu sagen, jo, jetzt bist du Face. Oder ob wir durch unsere mehrfachen Heal-Aktionen jetzt auch mehrfache Face-Aktionen bringen müssen, um halt jetzt nett zu werden. Auf jeden Fall sind die Leute nicht so happy mit uns gerade. Aber vielleicht ja mit Murphy. Okay, der wird noch mehr ausgebuht, alles klar. Hey, habe ich den nicht bei AEW gesehen letztens? Hey, I respect the man for standing up to Seth and his lackeys. More power to him. Basement kick to the side of the face. Aber ich finde es super interessant. Also Murphy zu Rollins kennen wir ja. Und eigentlich war ja noch AOP, ne? Also Akim und Rizar dabei. Die mussten sie jetzt ja irgendwie setzen, aber dass man dann auf Ali und Austin Theory kommt. Naja. Murphy, du hast es übrigens mit dem ehemaligen NXT und Universal Champion zu tun. Ach ja, und NXT North American Champion. Das, da kann sich nur nicht jeder dran erinnern, vielleicht. Weil wir nur gewonnen haben und danach nie wieder was von diesem Titel gehört haben. Indian Deathlock. Oh, this is just torturous. Yeah, the Deathlock applied. Oh, man. Just tap out. Turn around, hook in the leg. So, Samoan Driver.
Schade. Breaker. Murphy can't find a foothold in this match. It's like a muzzle's being placed on Murphy's offense. He's turning the tables. Time now for Murphy to get his energy up and claw back into the fight. Wunderschöner Neckbreaker. Murphy gets stifled. Sent into the corner. So, einmal kurz die Snake Eyes ausgepackt. Ist das etwa ein Submission Move? Ein neuer Submission Move. Oh, das auch? Scheiße, der kann ja submischen. Da hat Murphy nicht mitgerechnet. Aber vielleicht damit. Godbuster GTS. Monday Night Warrior oder Krieger in dem Sinne dann. Schön. Und kein Ehrenjünger. Und wir sind sofort Face. Die Schmerzen, die Alex Stream erlitten hat, sind wichtiger als Siege oder Niederlagen. Hashtag The Greater Good. Klar, wenn du so deine Niederlage rechtfertigst, du musst noch viel lernen. Und wir haben viel zu lehren. Erste Lektion, du sollst dich dem Monday Night Messiah nicht widersetzen. Tue Buße in einem 2 gegen 1 Match gegen den Jünger Ali und Theory. Hey Mandy Rose, stimmt das echt? Absolut, denn Monday Night Messiah hat mächtige Freunde. Hashtag Mandate oder Mandate? Es sind jämmerliche Versuche im Gange, die Bewegung zu behindern. Sie werden schnell und gewaltsam niedergeschlagen werden. Hashtag The Greater Good. Die ziehen echt dieses ganze Religionsgedöns auf. Ist das euer Ernst, Leute? Wirklich? Preiset den Messias. Aber es könnte unser erstes richtig krasses Match werden bei Raw. Unser Debüt haben wir auf jeden Fall schon mal gewonnen. Und Murphy ist jetzt ja auch kein so schlechter Gegner an sich. Auch wenn es so aussah, weil es relativ schnell ging. Aber trotzdem. So, kommen die zusammen raus? Nein. And his opponents, first from Chicago, Illinois, weighing in at 182 pounds, Mustafa Ali. This kid has it all. All this embrace to 23 years old. Boah, ist der. Ist der verhasst. Aber ist schön, dass er mit dem
Gimmick kommt und nicht mit seinem komischen, ich will mit jedem hier ein Selfie machen. With Murphy set on proving the power of the Monday Night Messiah, Austin Theory and Mustafa Ali have been called in for this 2-on-1 handicap match. Stop living in the past, Cole. The Monday Night Messiah and his disciples are the future of WWE, and the future is now. Okay, auf jeden Fall finde ich sehr gut, dass es nicht Tornado Tag ist. Und dass wir auch ein bisschen die Möglichkeit haben, Spaß mit den einzelnen Leuten zu haben. Ohne uns den Stress antun zu müssen, sag ich mal. Und trotzdem können wir auch sowas machen. Wollte sich noch aus dem Weg drin, aber wir haben ihn trotzdem getroffen. Ach, schade. Nein, nein, ach nö. Jetzt habe ich gerade... Na gut. Ich dachte mir, vielleicht kriegen wir es ohne Wechsel durch, aber... Leider nicht. Und Theory hat ein bisschen mehr Bock als Ali. Ja, ist ja jetzt gut. Hör auf, danke. Standing Shooting Star. Und das war's. Dann kommt Ali wieder rein. Und Theory wieder. Aber sonst geht's euch gut? Autsch. STO. Und Exploder Suplex. Für Austin Theory. Danach das Bicycle Knee. Und abwärts. Es wird für Theory auf jeden Fall nicht reichen mit dem Ding. Vor allem nicht mit dem aktuellen Stand, den er an Gesundheit hat. So, genau. Bring mir Ali. Und dann wähle ich auch noch den Falschen an zum Angreifen. Oh!
Ja, noch jubelt hier keiner. So, der Godbuster GTS. Nein, 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 nein. Ach, komm. Dumm, dumm, dumm. Ja, komm rein. Ja, genau. Unnötiger Show-off hier. Alles klar. Dann einmal die Knee-Lifts in die Seite. Gefolgt von einem Fallaway Slam. So, komm. Ganz, ganz schnell. Danke. Es geht doch. Oh Gott, Lanas Theme. Ganz schwieriges Ding. Oder? Ja doch. Irgendwie hat Alex Stream einfach immer Glück. Schlimmer noch, er hat den Monday Night Messiah wütend gemacht. Und es würde mir nicht gefallen, wenn er wütend ist? Nein, aber das wird nicht passieren, weil Mandy Rose uns noch eine Gelegenheit gibt, unsere Dominanz zu beweisen. Du trittst in einem 1 gegen 3 Match gegen alle Jünger an. Moment, ich bin's leid, dass Alex Stream jede Woche in Unterzahl kämpft. Und ich habe sowieso noch eine Rechnung mit euch offen. Machen wir ein 3 gegen 2 draus? Die gefällt mir. Aber Mandy Rose vermutlich nicht. Glaube nicht, dass das einen Unterschied macht. Ihr verliert trotzdem. Tobt euch also ruhig aus. Ist ja auch nett. Ich will nicht, dass Alex Stream in Unterzahl kämpft. Deswegen machen wir ein 2 gegen 3. Ist ja auch ausgeglichen, natürlich. So, Versagen trennt die Jünger von Messias. Doch in letzter Zeit wurde viel zu oft versagt. Es muss einen Wandel geben, unverzüglich. Hashtag The Greater Good. Ist aber noch ein bisschen weird, ne? Dass die immer noch auf diesem Monday Night Messiah-Trip sind, der ja schon ein bisschen länger, naja, Geschichte ist, sag ich mal. So, aber ich habe auch richtig Bock auf Cedric Alexander, also ne, mit dem halt zu spielen. Lumberjack. Es wird mehr als einen Lumberjack geben, sag ich mal so. So, kommen die alle einzeln? Ja, die kommen alle einzeln. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Alexander gegen uns turnen wird. Dass das alles so ein bisschen... Naja. Hallo. Oh, der Ausgang ist egal, in dem Sinne.
Also nicht egal, weil es hat ja schon irgendeinen Einfluss, aber egal halt in dem Sinne, dass wir jetzt nicht an irgendwelche Vorgaben gebunden sind. Ei! Okay, da haben wir uns beide wehgetan. Alles gut. Und ein wunderbarer Tilt-A-Whirl Backbreaker. Autsch. Wir lassen es. Natürlich. Oh, aber schöner Double Backstabber. Aber natürlich, ne? Natürlich springe ich so locker leicht übers Top Rope. Ich meine, so einen Dropkick springe ich ja auch noch. Das ist ja auch kein Ding. Aber, also so einen kleinen Dropkick in den, gegen den sitzenden Gegner. So, das ist echt kein Thema. Aber übers oberste Seil? Da sehe ich mich nicht. So, das passiert, wenn man sich einmischt, mein Lieber. Na komm. Ernsthaft? Okay. Haha. Und Tornado DDT. So, ab in die Ringecke. Das gibt einen doppelten Back Body Drop. Und ich habe jedes Mal Angst, dass der Ref gleich umgehauen wird davon. Oh, 8 Second Ride. Ja, Scoop Slam. Und ein wunderbarer Elbow Drop hinterher. Und jetzt kommt Theory. Natürlich. Wieso visiert er denn automatisch andere Leute an? There he gets fended off.
Flatliner. Schönes Ding. Okay, Beine auf eine Seite. Denn jetzt kommt er mit einem Sidewalk Slam. Nein! Oh! Turnbuckle Backbreaker. This is awesome, Chance. Kann ich bestätigen. Finde ich bisher gar nicht so verkehrt hier. Und eine Hurricane Runner. Oder ein Frankensteiner vielmehr. Full Nelson Facebuster. Ich nenne es Hook and Ladder. Also eine Hook and Ladder Variante. Und es wird Zeit für den Brainbuster. Er hat einen Brainbuster als Finisher? Ich habe jetzt an den Lombard-Check gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Schade. So, aua. Was hat er? Ach, dieses Ding. Mhm. Es ist schön, dass er sich das Ziel mittlerweile alleine sucht. In 2K20 musstest du dich ja immer noch genau ausrichten, weil er es sonst nicht hingekriegt hat. Double Super Kick! Schöne Combo. Ja, ich glaube, wir werden so ein bisschen auseinandergenommen jetzt. Nur so ein bisschen. Was? Alles klar. Frankensteiner in die Powerbomb. Und die hören nicht auf. Mit ihren Tag-Team-Manövern? Vielleicht auch jetzt. Okay, Ali hat sich eingewechselt. Das habe ich noch mitbekommen. Alabama Slam, nein, nach hinten fallen lassen. Patella Drop Brainbuster, ja, so kann man es auch nennen. Oder einfach Brainbuster auf das Knie. STO von Theory. Oh, oh. Oh, das wird schön. Das wird schön. Alexander macht sich bereit. Und dann gibt's den.
Suicide Dive, genau. Ich wollte gerade Suicide Splash sagen. Nein, oh, Hilfe. Ist auch noch sowas Langes als... verhöhnen des... als Taunt, so. Mir ist das Wort Taunt gerade nicht eingefallen. Ja, ist jetzt mal wieder... Ich bin doch in der Ecke. Mach doch einfach deinen Scheiß. Uh-oh. Super Kick. Und dann gibt's den... Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Und wir brechen's ab. Währenddessen kommt Ali in den Ring. Ich glaube, wir müssen dieses Match echt aufgeben. Das ist... Alter, ist das gerade viel zu viel. Viel zu viel, was wir kriegen und viel zu wenig, was wir austeilen können. Und jetzt gibt's auch noch... Ja, jetzt gibt's auch noch hier die Doppelteam-Manöver ohne Ende. Und der nächste. Heißt das einfach nur Chaos Theory oder so? Aber das ist ja eigentlich ein anderer Move. Wir brechen es schon wieder ab. Discus Elbow. Tag is registered. Got the tag. Got the tag. Bicycle knee strike. Ouch. Oh, here we go. Und der Ansatz zum Brainbuster kommt auch. Aber wir werden beide nicht so lange unten halten können. Das ist gerade das Problem. Vielleicht ja doch. Aber ich glaube nicht dran. Ne, da ist Theory schon wieder da. Ich meine, vielleicht durch Countout oder so, ne? Aber ich fange jetzt bestimmt nicht an. Ja, super. Oder man kümmert sich eben so drum. Ah, Lumberjack, da ist er. Nein, ah, warum dann auf den? Into the corner now.
So. Ja, okay. War nicht zu machen. Also, das wird wahrscheinlich noch eine Stunde so weitergehen. Ja. Ich bin übrigens allein in dieser Aufnahme gerade seit einer Stunde 31 Minuten. Also, werden wieder zwei Folgen. Oder noch mehr, weil ich nicht glaube, dass die Story jetzt schon durch ist. Wir werden wahrscheinlich noch unser 1 gegen 1 Match gegen Rollins bekommen. Und ich würde Stories gerne abschließen, bevor ich, naja. Vor einer Weile ging das Gerücht rum, dass Seth und seine Crew wollten, dass du mich ausschaltest. Du aber abgelehnt hast. Das habe ich nicht vergessen. Ich wollte meine Seele nicht an sie verkaufen, indem ich dir schade. Wäre nur schöner gewesen, wenn wir gegen sie gewonnen hätten. Stimmt, war aber einfach nicht unser Tag. Wenn du mal Hilfe brauchst, sag einfach Bescheid. Wir waren herausgefordert, doch die Ketzer wurden bestraft. Das Gute hat gesiegt, die Bewegung geht weiter. Hashtag The Greater Good. Mhm. Da kommt noch was. Oder? Nee. 19 Upgrade-Punkte. Jiu-Jitsu-Schule. Okay, da müssen wir gleich nochmal ganz schnell hin. Wenn ich in meiner langen Karriere eins gelernt habe, dann, dass es immer ein nächstes Match gibt. Aber es gibt auch, nicht immer die Gelegenheit, zurückzugehen und andere Entscheidungen zu treffen. Hab gehört, dass deine Entscheidungen in der Umkleide in letzter Zeit gut waren. Respekt. Achso, fürs Faceturn. Du hast versucht, uns auszuschalten, doch du bist gescheitert. Und wenn du es erneut versuchst, sind wir doppelt so stark. Du bist gewarnt. Hey, lange nicht geplaudert. Wollte nur mal hören, wie es dir so geht. Und ich habe einen Vorschlag. Hey, Bug, alles gut bei mir? Achso, das war keine Frage. Alles gut bei mir. Was schwebt dir vor? Hol dir doch die 24/7 Championship von R-Truth. Würde dir Aufmerksamkeit bringen. Und du müsstest das Match nicht von Mandy Rose genehmigen lassen. Du brauchst nur einen Ringrichter. Okay, wir sind so tief gesunken. Warum nicht? Du hattest immer so gute Tipps für mich, also versuche ich es. Irgendwelche Ideen, wie ich Truth schlagen kann? Der Typ hat den Titel schon ungefähr 100 Mal gehalten, also ist er sicher auf alles gefasst. Aber es zeigt auch, man kann ihn schlagen. Überrasch ihn. Ich glaube, ich habe eine Idee. Gut, ich mache erstmal Nein. Oh Gott, ich finde das gerade viel zu lustig. Hey, wir sind Universal Champion gewesen. Haben ein Universal Championship Match gegen Edge bei Payback verloren. Ein TLC-Match, um genau zu sein. Sind jetzt bei Raw. Und das Erste, was wir machen, oder das eine der ersten Aktionen, die wir machen, wir wollen 24/7 Champion werden. Okay, es ist echt so unspektakulär. Crazy dream. I turned on a classic movie after Raw ended, and when I fell asleep, my brain was a whirlwind of wicked witches, scarecrows, and tin men fighting all my favorite WWE superstars. Got me thinking about tornado tag team matches. Any chance you'd click your heels and make all my dreams come true? Ich glaube nicht. Es tut mir leid. Möchte ich nicht. Achso, Entschuldigung. So. Was ich möchte ist, mich bedanken fürs Zuschauen.
Das soll's dann wieder für heute gewesen sein und ich notiere mir das auch sofort. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit dem 24/7 Championship. Wir nehmen das einfach mit. Ein neuer Titel, den wir in unsere Sammlung mit aufnehmen können. Also, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.